Jeder Mensch ist eigentlich froh, wenn man in Frieden auseinandergehen kann, wenn man sich die Hand geben kann und sagen, jetzt haben wir einen Streit beendet. Und hier geht es nicht nur um einen kurzfristigen Streit, sondern teilweise um einen 30-jährigen Streit. Sobald die Edison oben dieses E-Werk gemacht hat und diese Stausee gebaut hat, sind Unklarheiten noch vorhanden gewesen in Bezug auf die Konzession, gewisse Entschädigungen, vor allem auch die Konzession von einigen Zuflüssen, die hat man jetzt beigelegt. Gleichzeitig haben wir auch die Übertragung vom Stromnetz vom Land auf die einzelnen Gemeinden beigelegt. Wir haben die Grundsätze ausgemacht, wie diese übergehen sollten, zu welchen Bedingungen und so weiter. Und dann vor allem haben wir die Wasserkonzession Martell-Latsch irgendwie geklärt. Dort hat es auch Unklarheiten gegeben, welche Beteiligung die Gemeinden haben. Wir haben uns auf 25% beteiligt. Die Gemeinden können diese jetzt untereinander aufteilen. Und auch was die sogenannten Umweltgelder anbelangt, in 30 Jahren 27 Millionen. Zwei Drittel können die Gemeinden verfügen, ein Drittel das Land im Einvernehmen der Gemeinden. Auch hier haben wir eine Einigung gefunden. Wir können also sagen, dass wir nach langen Verhandlungen, viel Geduld, einen Kompromiss gefunden haben, der niemanden voll, aber alle möglichst weitgehend zufriedenstellt. Und damit ist ein 30-jähriger Streit beendet.